Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wargame Airland Battle. Ich bin Heidel und spiele die Einzelspielerkampagne. Ich bin momentan in der zweiten Kampagne und ich bin momentan auch in einem Konflikt, und zwar die deutsche 18. Panzerbrigade bzw. die westdeutsche gegen die ostdeutsche Mutterschützenregiment bzw. das Mutterschützenregiment. Ich habe viel mehr Startpunkte, brauche weniger Siegpunkte. Ich habe auch viel mehr Initiative und deshalb werde ich definitiv gewinnen. Und ich starte auch mal die Schlacht. Mal gucken, wie lange die wird. Und ich hoffe allerdings, dass diese Folge nicht ganz so lang wird, weil ich will ja auch täglich was rausbringen. Und wenn da einfach mal jede Folge eine Stunde geht oder eine halbe Stunde, ist das ein bisschen blöd. Finde ich zumindest. Ach, auf der Karte war ich ja schon. Ach Mann. Na gut. Hier geht sogar ein Panzerbefehlswagen Leopard 2, also ein richtig schweres Teil. Das werde ich aber nicht einsetzen. Flugzeuge gibt es hier, den Starfighter als Jäger, ein wirklich schlechter, außergewöhnlich schlechter Jäger. Der ist total unbeweglich und hat einen Wendekreis von 20 Kilometern. Und ein Alpha Jet, der ja Clusterbomben abwerfen kann. Jaguar 2 ist hier ein Raketenjagdpanzer mit ITOS, was wirklich gut ist. Infanterie, ja, guck mal, eine Panzergrenadier. Das ist auch sehr gute Infanterie teilweise, vor allem die Panzergrenadiere, die ich auch gerne einsetzen würde. Wobei, ja, okay, gut, da haben sie diesmal gemacht. Panzer gibt es hier Leopard 2A1, den M48A2G2. Das ist ein amerikanischer Panzer. Und hier den Leopard 1A4. Ich denke, das Rückgrat meiner Armee wird definitiv der 1A4 sein. Da werde ich gerade mal zwei auch einsetzen. Die gehen da oben hin und zwei sind hier unten, die ich nach Kopenhagen führen werde. Ansonsten werde ich dann noch ein paar Flakpanzer mitführen. Nee, ich werde einen Marder Roland 2 mitnehmen bei jedem, bei jeder Kampfgruppe. So, einer reicht nämlich aus, der hat auch eine recht hohe Feuerrate. Obwohl, eigentlich hat er eine recht miese Feuerrate, wenn ich mir das gerade so ansehe. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, Fahrzeuge brauche ich keine, ansonsten Flugzeuge eigentlich momentan auch noch nicht. Dann würde ich erst nochmal hier versuchen, dann die nächsten Gebiete noch einzunehmen. Damit ich ein paar Punkte mehr kriege und gleich einen Vorteil habe, aber ansonsten wird er nicht mehr kommen. Genau, so. Punkte perfekt aufgeteilt, der kommt dahin, der kommt da oben hin. So. Und die Kampfgruppe zieht erstmal über nach Foxtrot. Ne, da oben hin, in den Sumpf. Und die nach Kopenhagen ist das Ziel. Dann bewege ich erstmal hier nach oben, nach zu India. Mal gucken, ob ich auch irgendwie einen Aufklärungshubschrauber noch krieg. Ja, 50, die Bo 105. Die werde ich mir auch gleich holen, damit ich dann auch besser einen Überblick über die Karte habe. Ja, Golf ist schon eingenommen. Das ist schön, das ist gut. Die Leopard 1A4 Panzer sind wirklich sehr gute Panzer. Man sieht da hinten schon im Hintergrund die Berge. Das sind ganz gute Panzer. Recht mittelmäßige Panzer halt, aber doch wirklich als Rückgrat einer Armee zu gebrauchen. Die Marder Roland 2 sind, wie der Name schon sagt, ein Roland 2 System aufgebaut auf einem Marder. Das bedeutet, es hat auch eine recht gute Panzerung, und Roland 2 ist ein extrem genauer Infrarotluftabwehrraketen. Ne, Radar, genau. Radar sind das, sorry. Dass ich mich das selbst irgendwie nicht mehr dran. Also hier gibt es ja diesen Schüssel und ja, alles, das ist Radar. Also sehr genau. Und sehr schön.
So, nach Kopenhagen. Da könnte ich theoretisch sogar ein Offensiv erstmal nach. So. So, und noch eine Rakete und abgeschossen. So, dann schicke ich ihn erstmal da hinten hin. Die Leopard, die gehen da oben hin. Ansonsten schicke ich die da hinten schon mal hin und der bleibt aber auch zurück in Reserve. Da muss ich mal gucken, dass ich die schnell genug da nach vorne kriege. So. So, ich schicke die jetzt gerade mal zurück in den Wald. Dann haben die einen besseren Schutz. Den Marder setze ich da auch in den Wald hinter Deckung. So. So, dann hole ich schon mal hier den Aufklärungshubschrauber. Den setze ich mal hier hin. Muss ich ein bisschen vorsichtig mit dem Umspringen. So, den muss ich jetzt schnell nach oben bringen. Weil es der einzige, mit dem ich den Hubschrauber gut abschießen kann. Und auch werde, wenn ich ihn mal nach oben kriege. Den könnte ich eigentlich so relativ gut schon abschießen. Ist das Problem allerdings, der ist total vollgepackt. Dass er kein freies Schussfeld hat. So, die Bo-105 ist auch schon dann fast vor Ort. Dann kann die schon aufklären und dann kann ich meine Panzer dann auch wunderbar schön vorstecken, beziehungsweise die können die Panzer auf der Seite beschießen, falls da noch welche sein sollten. Ohne dass ich eben selbst Verluste kriege, ordentliche. Ja, der Roland 2 kann schon schießen. So, mal gucken. Ja. So, jetzt kann er nämlich die beschießen, ohne dass sie selbst richtige Verluste erleiden. Was bedeutet SF eigentlich? Na, was soll's. Was eigentlich ziemlich gemein ist, nicht? Also ich meine, die können selbst nichts tun, aber werden einfach so abgeschossen. Ist natürlich gut für uns, aber schlecht für die, versteht sich. Die Leopard 1, die schicke ich mal nach oben. Da gucke ich mal, wie ich das am besten mache. Ich würde die gerne hier nach oben schicken. Also hier in die Richtung. Dann setze ich den Marder auch dahin. Und da wurde tatsächlich dann noch mein. Und er kann schießen. Ich finde das so genial. Und ach, ich hab die Punkte schon, die Punkte, die ich brauche, um zu gewinnen, schon erreicht. Das heißt, ich habe jetzt schon gewonnen, nett. Und das wirklich ohne viel Verluste, was natürlich auch sehr toll ist. Hier sieht man schon die Zusammenfassung. Verstrichene Zeit 5 Minuten. Art des Sieges triumphaler Sieg. Bringt natürlich viel mehr Punkte. Kills 90%, Befehlspunkte 46%, Verluste nur 9%, was natürlich auch sehr schön ist. Und ja. Da habe ich schon gewonnen. Kampfgruppe zerstört. Mutterschützenregiment 9 wurde vernichtet. Ach, endlich sind die vernichtet. Super. Überwältigender Sieg. Mutterschützenregiment 9 wurde zerstört. Spezialeinheitengruppe. Das Hauptquartier stellt Ihnen die 10. Spezialeinheitengruppe für Kommandounternehmen hinter feindlichen Linien zur Verfügung. Ach, es vergeht jetzt wieder ein neuer Tag, oder wie? Sewastopol ist gefallen. Der wichtigste sowjetische Hafen im Schwarzen Meer befindet sich nun unter türkischer Kontrolle. Dies stellt einen großen Rückschlag für die Sowjetunion dar, die auf jeden Fall reagieren wird müssen. Wie genau die Reaktion aussehen wird, ist jedoch noch unklar.
Da haben die Türken jedenfalls eine ziemlich gute Arbeit geleistet. Was ich ein bisschen blöd finde, dass man das alles hier nicht sehen kann. Auf der Karte. Ja, finde ich ein bisschen schade, aber was soll's. Hier ist übrigens auch persischer Golf in der Mittleren Osten. So, ich verfüge jetzt über die 101. Fallschirmjäger-Division, oder? Die haben viel Infanterie. Die haben viel Infanterie, viele Hubschrauber und viele Flugzeuge. Was eigentlich auch ziemlich nett ist, aber naja. Relativ blöd auch, also unnötig. Jede feindliche Kampfgruppe, die sich ab 6 Uhr für die folgenden 24 Stunden im Zielsektor befindet oder diesen betritt, verliert 2 Moralpunkte. Okay, ich würde allerdings eher auch mal sagen, dass ich, die könnte ich ja sogar auch noch darüber bringen. Toll. Ein Joint Attack. Nee, die lasse ich erstmal los. Dann bringe ich die 19. Panzerbrigade, die werde ich allerdings... Wie, das geht nicht. Schade. Schade jedenfalls. Die kann ich nicht bewegen, weil die noch ja wahrscheinlich belagert wird oder so. Gut, dann bringe ich die First Infantry Brigade nochmal darüber. Ja, mal gucken, was ansonsten noch so gibt. Luftaufklärung. Ich glaube, ich kläre mal Gurtburg auf. Ach, da ist überhaupt nichts. Okay, dann die Naval Brigade, der... Ach, die Sowjets haben sich zurückgezogen, oder wie? Toll. Gut, dann greife ich mal mit denen hier Kalmar an. Und die, weil ich ja nicht hier wieder aufrüsten lassen kann, schicke ich die gerade mal nach Kopf. Obwohl. Ich glaube, die lasse ich da, weil die kann ich auch da nach oben schicken. Aber das will ich momentan noch nicht machen. Die will ich dann erst noch mal eine Runde stehen lassen. Ah, hier gibt es auch die Legende übrigens. Genau. So, dann übermittle ich gerade mal die Befehle oder schicke ich die jetzt schon hoch? Ich glaube, die schicke ich jetzt schon mal hoch. So, Befehle übermitteln. Es kam zu einem Konflikt in Kalmar. Schade, dass ich da... Die Schlacht vermeide ich lieber erstmal. Scheint ja so zu gehen. Oh, 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 oh. Nuklearschlag. Ist schade. Wählen es viel für die Kampfgruppe aus. Würde ich gerne. Wieder geht nicht. Ach so, okay. Genau. Die Schlacht möchte ich allerdings starten. Das seht ihr allerdings in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass die Folge ein bisschen kürzer ist, aber dafür kriegt ihr in der nächsten Folge direkt diese Schlacht zu sehen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und einen schönen Tag noch und ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wargame Airland Battle mit Heidel auf der Einzelspielerkampagne. Wir haben diesen Konflikt zwischen der 1. Infanteriebrigade der Briten und der 7. Naval Assault Division der Polen. Wir haben vor zwei Runden oder so, vor zwei Folgen war das eher, die schon angegriffen und dabei haben sie auch Verluste erlitten.
Von daher haben wir viel mehr Punkte und auch mehr Panzer, mehr Kampfpanzer und haben dadurch eine viel bessere Basis zum Angreifen. So, hier habe ich erstmal wieder den Sultan, den stecke ich da in den Wald rein. Einen Sultan in den Wald stecken, in der Realität wäre das gar nicht möglich. Dann nehme ich natürlich wieder ein paar Chieftain-Panzer. Ach ja, was ich auch noch sagen kann, während der Kampagne können Einheiten, die jetzt zum Beispiel als Anfänger anfangen, also als niedrigste Erfahrungsstufe, erfahrener werden. Das heißt, Stufenaufstieg kriegen und dann werden die hier quasi als Rekruten angezeigt oder halt die späteren dann. Zum Beispiel gibt es hier auch Elite, das sieht man da hier unten links unter dem Chinook zum Beispiel auch und ja. So, ansonsten nehme ich dann nochmal hiervon ein paar. Die schicke ich dann sofort nach. Nee, will ich gar nicht, oder? Will ich das? Will ich. Ich glaube, die schicke ich dann mal hier in den Wald rein, zusammen mit noch ein paar Luftabwehrraketenstellungen. Und dann. Nee, ich mach an. Da kann ich nur zwei aufstellen. Dann kommen die. Die stelle ich da irgendwie hin und dann kommen dann noch. Was ich definitiv noch brauche, hier so etwas. Die hier unterstützen und nochmal welche. Nein, die wollte ich nicht haben. Und zwar welche, die hier unterstützen. Und dann möge die Schlacht beginnen, nicht? So, die kommen da oben hin. Und die auch. Die muss ich allerdings auch an die Ecke stellen, damit ich von den Routen dann auch die gut angreifen kann, die Flugzeuge. Die Fahrzeuge, die Panzer, ich weiß gar nicht, wo ich sie hinstellen soll. Ich glaube, die schicke ich da oben hin. Die schicke ich da hin, da gibt es eine Baumreihe, kann ich die gut hinstellen. Außerdem kommt der dann auch noch dahin. Da kann ich halt die von der, die hier über die Straße kommen, um mich da anzugreifen, die kann ich dann gut abfangen. Mann. Die sind immer so deppert. Na gut, schnell bewegen. Dahin. Bitte sehr. Danke sehr. So. Bewegen sich erstmal alle wieder zurück auf die Straße. Dauert immer ein bisschen. Und mal gucken. Ich kann immer noch nicht. Nein. Weil die unbedingt Elite sein müssen, weil man kann ja kein Kommandofahrzeug. Die Anfänger sind da reinnehmen, zumal ich ja das Kommando habe. Ja, und ich bin halt noch ein Anfänger. Muss man halt so sagen. Ein Profi bin ich noch lange nicht. Interessant, wie die Straße hier aussieht mit diesem Kegeln. Aber. Naja. So. Na, ist egal. Ist egal. So sind wieder die Chieftain unterwegs mit ihrem langen Konvoi. Da hinten stecken die Panzer wieder zusammen. Das sind extrem viele Panzer eigentlich. Aber na ich kann. Interessant, dass ich meine Hauptstreit macht einfach zum entlegensten Punkt schicke, nicht? Na gut, der kommt dahin. Ganz genau da will ich euch haben. So, ihr kommt noch ein bisschen darüber und die Wege schnell dahin. Ist eigentlich ein bisschen blöd, dass das Flakgeschütz, beziehungsweise das Flakgeschütz, so weit vorne ist, weil das kann ja dann sofort von Panzern beschossen werden. Und man weiß ja, wie schnell das geht, die auszuschalten.
So, die kommen da in den dichten Wald. Dann will ich die. Dann will ich hier Panzer haben. Hier Panzer haben. Und, hier Panzer. Mensch. Hier an der Ecke noch Panzer haben. Genau. Mal gucken, ob das irgendwie so geht. Auch schön, wenn man das hier mal so ansieht, wie die über das Feld kommen in der Formation. Ich finde, das ist ein sehr schöner Anblick. Das erinnert irgendwie an diese alten Filme über die Kriege, wo man dann die Panzer vorrücken sieht. Zumal die alten Kriege alle sinnlos gewesen sind, wenn man sich das mal so nachträglich ansieht. Die beziehen Stellungen. Okay. Genau, es gibt nun diese strategischen Punkte nach Wimmerboy. Wimmerby, Halmstadt und Malmö. Anscheinend können die hier kein Ö schreiben. Ja. Da kann ich jetzt noch so ein Fahrzeug hinsetzen. Den packe ich jetzt allerdings mal da nach Kilo. Der hat einfach auch viel mehr Punkte zur Verfügung als ich. Ich gucke mal, ob ich eine Offensive starten kann mit Panzern. Die setze ich dann erstmal da hinten über. In eine Offensive. Nehmen die jetzt Raum, nehmen sie jetzt den Wald ein und fahren jetzt einfach alle mal vor, diese 12 Kampfpanzer, die ja schon eine überlegene, über eine lokale Übermacht darstellen. Und jetzt muss man sich was mal vorstellen, wenn das Leopard 2 Kampfpanzer wäre. Hoi. Da kann sich niemand mehr in den Weg stellen. Und das Gute ist, die haben alle keine Kampfpanzer. Haben alle nur Infanterie, so ein Müll. Oh. Das könnte problematisch werden, eventuell im Wald. Dann muss ich mal gucken, vielleicht muss ich die halt sofort wieder zurückziehen. Ach, ihr kriegt Treibstoffprobleme. Ach, na so. Wenn das nur das ist. Na gut, dann schicke ich mal hier einen Chinook hin. Ich hoffe, der wird dann abgeschossen. Ja. Ist ja dann auch praktisch. So, der kommt dahin, der kommt da, da hin und der kommt dahin. Und den schicke ich da noch nach. Oh. Tja. So, mal gucken, ob ich das Flugzeug wenigstens abschießen kann dann noch. Nein, das ging nicht. Super, die Hälfte der Munition verschossen. Toll. Kann ich ein Flugzeug noch? Sieht schlecht aus. Ich kann keinen Jäger holen. So ein Dreck. So, jetzt kann ich aber mit dem MG noch abschießen. Den hier. Ach, oh Mann. Gut, die ganzen Kampfpanzer würde ich jetzt gerne zurückziehen, aber... Mann. Oh, jetzt sind die auch noch zerstört. Ja, super. Tornado. Ich hoffe, der kann das ein bisschen was ausrichten. Oh, super. Na dann.
Alle mal ins offene Feld hinaus. Los! Angriff. So. Ist ja ein bisschen blöd jetzt gerade, muss ich sagen. Oh. Ja, ach Mann. Jetzt habe ich so einen riesen Schaden auch noch. Mal gucken, die Helikopter sind zerstört. Den Panzer kann ich auch noch ausschalten. Das braucht nur noch Nachschub. Moment. Toll, ich habe keinen einzigen Chinook mehr. Aber Moment mal, das ist ja eigentlich auch unnötig. Doch, es ist nötig. Na gut, dann ja, los, dann check die Dinger mal her. Was ist das überhaupt für ein Ding? Ach so, so eine Art BMP. Ach, so dämlich. Was machen die da eigentlich? Genau. Ganz genau. Verbraucht einfach mal euer Treibstoff. Genau, das ist eine exzellente Idee. Das ist total gut und sinnvoll und alles. So, und du bewegst deinen Arsch auch mal da hinten in den Wald. Ich brauche die Punkte. Da ich denn eigentlich früher auf die Idee gekommen bin, eher da diese Fahrzeuge dann noch losschicken. Ich glaube, ich fühle mich gerade irgendwie verarscht. Du bleibst da mal stehen. Und ich gucke mal, ob ich ein paar Flugzeuge holen kann. Das Problem ist, die haben zwar ziemlich miese Hubschrauber, allerdings werden die schon ziemlichen Schaden verursachen. Jetzt konnte ich gerade nur noch diese Bomber da losschicken. Was ziemlich mies ist, da ich nicht mehr zu bieten habe, aber na gut. Immerhin. Au. Super, Luftbelegenheitsjäger gegen zwei Bomber. So, evakuieren bitte. So, die ziehe ich schon mal darüber und die bewegen sich mal schnell dahin. Ach. Ich muss hoffen, dass jetzt alle näher kommen und sich mit dem MG abschießen lassen. Ach, ich hasse es. Na gut, die Panzer sind verloren, der Panzer ist verloren, die Panzer haben noch eine Chance, wenn ich schnell genug ein... Ach, das war ein Bomber. Na schön, der kann dann auch noch bombardieren und alles. Das ist total schön, das ist cool und alles. Was haben wir da überhaupt? Ach so, Pionierpanzer, der hat einen Flammenwerfer. Der bringt allerdings nicht viel gegen Panzer. Gegen Kampfpanzer. Tornado, komm schon. Danke. Tornado, bitte. Die kommen ganz gut zurecht.
So, mal gucken, ob ich da... Gut, dass er flieht. Ich hoffe, der wird jetzt nicht abgeschossen. Ich hasse nämlich diese Riesenverluste. Nein! 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 Oh, da sind ja hinten auch noch so viele Helikopter. Was soll denn der Müll? Mann! Ich hasse diese blöden KI, diese KI-Taktiken. Und so heißt das so, wenn ich viele Panzer schicke, schickt auf einmal hunderte von Helikoptern. Und wenn ich dann viel Luftabwehr mitgebe oder viele Hubschrauber oder sowas, weil, oder keine Ahnung, eben auf Luftabwehr spezialisiere, dann schickt auf einmal total viele Kampfpanzer. Das hätte ich allerdings auch schon dran denken können. Aber das Blöde ist, er hat halt nicht viel Luftabwehr. Die Armee hat nicht viel Luftabwehr, weil das einfach... So, ich schicke die halt nochmal nach oben. Schnell bewegen. Da hinten hin. Super, und jetzt habe ich auch noch... Jetzt haben wir auch noch Treibstoffmangel. Ach, das geht alles runter drüber hier. Das ist abartig. Und wenn ich jetzt wieder ein Flugzeug kommen lasse, gibt es auf einmal wieder 20 Flakgeschütze. Abartig sowas. 5 Minuten noch und ich muss hier die ganzen Truppen hier zerstören oder wenigstens auch wie soll ich den ganzen Schaden anrichten? Das geht auch gar nicht. Mann. So ein Dreck. Aber sich sowas nennt man natürlich. Ja, natürlich nennt man sich sowas. So einfach mal gar nicht. Einfach mal gar nicht. Wieso habe ich mir jetzt einen Harrier gekauft? Harrier ist noch unnützer als das ganze Rest zu sehen schon. Mal sehen, also die Armee kann ich eigentlich schon vergessen. Wenn sie ihre Kampfgruppe an sich zurückziehen und die Schlacht vermeiden, das wird auch zu Unglück kommen. Ich habe keine Lust, das mit weiter durchzustehen. Ich ziehe mich zurück, ich habe sowieso schon verloren. Ja, natürlich, ich ziehe mich zurück, ist auch... Ach, Mann. Ja. Verdammte Scheiße. Sorry, aber das ist echt... Sowas von dämlich. Flugzeugträger, Kampfgruppe Invincible. Der Flugzeugträger HMS Invincible hat sich wieder... der NATO-Flugzeugträger-Kampfgruppe in der Nordsee angeschlossen. Was ist das für ein langer Name? Flugzeugträger-Kampfgruppe. Das heißt Trägergruppe. Über der Ostsee bilden sich Wolken und die sich verschlechternden Bedingungen könnten gegnerischen Operationen stören. Cool. Na gut, mal sehen. Was bedeutet eigentlich das Zeichen? Exhausted. Was heißt denn Exhausted? Na, ist extrem dieses Na. Na gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich schalte dann wieder rein. Wenn es dann wieder weitergeht. Und ich hoffe dann, dass ich dann die nächsten Schlachten mal gewinne, weil die Zeit wird auch langsam knapp, wenn ich die ganze Zeit nur das mache. Dann schönen Tag noch und ciao.